Herrschaftlichen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. Ja, eigentlich ist es nicht Pokémon, aber ja. Warum ist das jetzt wieder schon wieder so? So daneben, leck mich doch. Sag mal, warum liest du? Genau, das letzte Mal sind wir halt stehen geblieben in dem Gefängnis. Und wurden jetzt in die Zelle von Luxtra reingehauen. Dann mit Bämon. Joghantnöpige Neulinge von gestern, hast du dich verlaufen oder was? Du hast dir ganz schön auf den Putz, dabei bist du wahrscheinlich nicht mal halb so stark wie ich. Wie du tust. Stärker als du allemal. Und Neulinge wie die, Und Neulinge, die man heute die anderen Zellen geworfen hat, machen allesamt auch einen stabileren Eindruck als du. Es gibt hier noch weitere Zellen. Ich frage mich, wer oder was wohl sich darin befindet. Boss Luxtra, also ich komme zurück. Luxtra erwartet dich bereits. So sieht man sich also wieder, Pikachu. Hey Luxtra, danke für die blitzende Begrüßung gestern. Du hast ganz schön ein neunloses Mundwerk, aber vielleicht steckt doch mehr dahinter, als das den Anschein hat. Ich habe dich bei Zoberis kleiner Prüfung beobachtet, zumindest scheinst du nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Hast du also endlich begriffen, was ich so alles drauf habe? Ja, was, wolltest du nicht etwas mit mir besprechen? Hier auf der Polizeiwache geht etwas Seltsames vor sich, was mächtig Seltsames. Ich will diesen Rätsel auf den Grund gehen und meine Unschuld beweisen. Glaubst du, du hast das Zeug dazu? Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Zumindest wenn mir mein Partner und ich und ihr mir etwas dabei unter die Arme greift. Ach wirklich? Naja, wieso auch nicht? Wow, das ging ja einfacher als gedacht. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dich nicht überzeugen zu können. Ich habe meine eigenen Beweggründe. Ich hoffe lediglich, dass ich durch eine Zusammenarbeit meine Ziele etwas leichter erreichen werde. Das ist auch schon alles. Wieso warst du dann nicht von Anfang an netter zu mir? Würde ich alle Neueinkömmliche dazu einladen, sich meiner Sache anzuschließen, müsste ich vor ihrer geballten Inkompetenz sicher schnell kapitulieren. Dann war das Ganze also nur ein Test, ja? Irgendwie habe ich so meine Zweifel, dass wir zwei gut miteinander auskommen werden. Also, was hast du nun vor? Zunächst benötige ich mal ein paar Informationen. Gibt es was ich wissen sollte? Heute sind noch mehr Neulinge hierher gelandet. Neben dieser Acheszelle gibt es noch zwei weitere. Anscheinend wurden sie dorthin gebracht. Ein paar frösche verhaftete Pokémon ist ja interessant. Warte, Pikachu, Schluss fürs Erste. Ein Mensch ist auf dem Weg hierher. Geh schnell wieder zurück in deine Zelle. Ja klar, und danke für die Warnung, Luxtra. Dein Röntgenblick ist echt praktisch. Hör auf zu plappern und beeil dich lieber. Schon gut. Wir sehen uns dann später. Ihr scheint euch alle gut zu benehmen. Das ist doch Butler. Was macht denn der ausgerechnete Direktor hier unten? Wie ich hörte, soll es hier gestern zur Rauferei gekommen sein, aber Pikachu scheint es doch soweit gut zu gehen. Haben Sie sich etwas Sorgen gemacht? Das ist aber lieb. Was für ein Stress. So langsam reicht es mir. Was ist denn jetzt los? Wieso ist er plötzlich so anders, als hätte man ihn bei einem Schalter umgelegt? Warum schickt man ausgerechnet mich, um nach ihm zu sehen? Was für eine Zeitverschwendung und alles nur wegen einem mickrigen Pikachu. Hey, ich habe mich wohl verhört. Ach, halt doch die Klappe und Pika Pika! Hier nicht so rum. Es wird dich niemand retten kommen. Hast du gehört, du wirst hier drin versauern. Was war denn das gerade? Butler schien auf einmal wie ausgewechselt zu sein. Dieser Ort wird von Minute zu Minute seltsamer. Wenigstens sei nun vor, Zeit für die Wandlungen aufzunehmen. Am besten, ich schaue mich nach den neuen Pokémon um, die heute hier angekommen sind. Hast du dich also mit Luxtra angefreundet, ja? Reife Leistung, Pikachu. Hab nichts anderes von dir erwartet. Wow, und das nenne ich mal einen Gesinnungswechsel. Und den Wechsel hast du dir auch verdient. Komm, ich erzähl dir, was du wissen willst. Immerhin sind wir ja jetzt Kumpel und so. Na, erzähl mir mal was über dich. Also, Spritz, erzähl mir ruhig ein bisschen was von dir. Ich kann Edelsteine verspeisen. Manche halten das für eine besondere Fähigkeit, aber für mich ist es simple Nascherei. Wow, das ist ja unglaublich. Du musst echt robuste Zähne haben. So, wieso hat man dich denn da hierher gebracht?
Ist nicht lange her, da wurde ich plötzlich festgenommen und hergebracht. Genauso war es bei mir auch, aber was genau hast du getan? Keine Ahnung, ich schätze mal, man wollte mich einfach nur hier einbuchten. Mann, da war es jetzt zu langsam. Was? Tja, nicht mal Edelsteine gibt's hier zu futtern und das wurmt mich gewaltig. Abgesehen davon, ja, sprich dich nur aus, ich bin ganz so. Wäre halt schön, wenn Lux da ein bisschen Vertrauen in mich setzen würde. Ich würde echt gern mehr Unterstützung haben. Ihn würde es echt gern mehr unterstützen, aber es scheint sich nicht helfen lassen zu wollen. Na, sieh mal einen an. Unter deinen Raumschall steckt ein überraschend weicher Kern. Du machst dir also Sorgen um Luxor, ja? Was meinst du mit überraschend? Ist doch nicht verkehrt, sich um jemanden Sorgen zu machen. Ja, mal mit der Ruhe. Kein Grund, gleich auszuflippen. Ich werde Luxor darauf ansprechen, okay? Nun doch. Was macht denn die ganze Zeit? Hosekiが大好物って話だが、オーロラの雫って知っているか? やめやめ知らない?本当に?いや、やめやめいやいや、疑ってるわけじゃないんだ Offenbar hast du mit Luxa sprechen können. Ja, dank deiner Hilfe. Nichts für ungut, lass es mich wissen, wenn ich noch etwas für dich tun kann. Darf ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Ja. Magst du mir etwas von dir erzählen? Na, sieh mich hier doch an. Wenn immer ein Job zu Muckis erfordert, bin ich zur Stelle. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich, aber solltest du mich mal wieder werfen, versuch doch bitte deine Muckis etwas sparsam einzusetzen. So, weshalb wurdest du denn verhaftet? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich habe ganz Ruhe mein Leben gelebt, mich nirgends eingemischt, aber plötzlich wurde ich von der Polizei umzingelt. Da haben diese Würfeldinger an meinem Rücken befestigt. Anscheinend ein haargenau dasselbe wie mit dir passiert. Was genau läuft dir eigentlich? Ich bin wirklich erstaunt, dass du ohne großes Aufheben mitgegangen bist. Um ganz ehrlich zu sein, an diesen Teil kann ich mich gar nicht erinnern. An gar nichts mehr? Nee, ich bin einfach plötzlich hier in der Zelle aufgewacht. Es hat sich so angefühlt, wenn wir aufs Dach gehen, weißt? Interessant, also kann das außerhalb der Polizeiwache passieren? Ja. So, gibt's denn etwas, das beschäftigt? Diese Zelle ist viel zu klein. Kann ich mir vorstellen, bei deiner Größe. Und mir gefällt die Stimme nicht, die immer wieder höre, bevor wir rauf aufs Dach gehen. Wann immer ich sie höre, fällt es mir schwer, einen klaren Gedanken zu fassen und mir wird übel. Mir genauso, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was kurz nach der Ansage passiert ist. Es nützt nichts, mal was, wenn ich mir die Ohren zuhalte. Das gefällt mir gar nicht. Luxor hat zwei weitere Arrestzellen erwähnt. Ich frage mich, was dort wohl vor sich geht, wenn vielleicht sollte ich mal durch die Lüftungsschächte krabbeln und selbst nachsehen. Puh, das war knapp. Zum Glück bin ich nicht stecken geblieben. Okay, das hier ist weder Luxor noch meine Zelle, also bin ich hier wohl das erstmal richtig. Sollen wir die neuen Pokémon sprechen, die erst kürzlich hier hingebracht worden sind? Ein Morpeko? Oh, und Inteleon. Bist du das Inteleon vom Blumenladen? Oh, Morpeko ist sauer, weil es nicht genug Essen hat. Rastet aus, wenn der Magen knurrt. Morpeko. Hey Morpeko, kann ich kurz mit dir reden? Na doch, ich weiß jetzt keine andere Stimme mehr. Ich hab dir gesagt, nichts zu sagen. Hast du was zu futtern oder dabei? Das Pokémon-Schutzamt versorgt uns doch mit Essen. Hä, hey, glaubst du ernsthaft, ich kann dieses Heinis warten? Naja, während dieser Heinis warten, können wir doch genauso gut unterhalten, oder? Dabei vergeht doch die Zeit schneller. Du bist wirklich hartnäckig, hat dir schon mal jemand gesagt? Na okay, erzähl mir mal was über dich. Tja, ich will nicht auf den Putz hauen, aber ich habe da so eine Attacke drauf, die ziemlich cool ist. Mal sehen. Mal ist es eine Elektroattacke, mal ist es eine Undichtattacke. Eine Attacke von Typ Elektro, interessant. Sag mal, Morpeko, du hast nicht zufällig was mit der Zerstörung der Fleckmann-Statue zu tun? Was fesselst du denn da? Warum sollte ich sowas anstellen? Stimmt, dazu gab es keinen Grund. Vergiss, dass ich das gefragt habe. So, und warum hat man dich jetzt hier hingebuchtet? Ich bin wegen ein paar doofer Menschen hier. Die behaupten, ich hätte jemandem das Essen geklaut, als ob ich das sowas tun würde. Einer der Gedanken macht mich so rasend vor Wut.
kann verstehen, dass du sauer bist, aber bitte beruhig dich wieder. Hier drin auszurasten hilft uns nicht weiter. Sag mir nicht, was ich tun soll und lassen soll. Warum sieht das so aus mit entweder mit so einer Fuck you oder oh yeah, Motherfucker, Geste? Ja. Gibt es vielleicht dann irgendwas an diesem Ort, das dir Bauchschmerzen bereitet? Bauchschmerzen, die habe ich und zwar vor lauter Hunger. Dann gib mir schon endlich was zu essen. Tut mir leid, aber ich habe auch nichts. So hungrig und so wütend. Mann. Wird sich bald etwas zu essen bringen. Halte noch ein wenig durch. Geste. Hey, Intellion, kann ich kurz mit dir reden? Und wer bist du, bitteschön? Ich bin Meisterdetektiv Pikachu und auf der Suche nach Informationen, die uns hier raushelfen. Ah, verstehe. Du musst einer der anderen Zellen gekommen sein. Ich bin erst seit heute Morgen hier, also werde ich wohl keine große Hilfe sein, fürchte ich. Ich sammle nur Informationen und dabei kann es jedes kleinste Detail entscheidend sein. Also schön, ich werde dich nach Kräften unterstützen. Danke, das rechne ich dir hoch an. Ja. So, erzähl mir was über dich. Ich kann das Wasser aus meinen Fingern schießen und erfreue mich daran, Blumen damit zu gießen und ihm beim Wachsen zu helfen. Das ist wirklich nett von dir, klingt mir nach einer recht nützlichen Fähigkeit, und das du nur bei der Gartenarbeit. Natürlich könnte ich Aquaknarre auch beim Spielen mit anderen Pokémon einsetzen, aber das entspricht nicht wirklich meiner Art. Ich strebe nach einem ruhigen Leben, in der Eleganz. Wieso hat man dich hierher gebracht? Es kam wohl zu einer Verwechslung, fürchte ich. Absurderweise hätte man ausgerechnet mich für den Schuft, der von dem Blumenladen gewütet hat. Wirklich erschütternd. Das Ganze schließlich ist das Gartenarbeiten eine große Passion. Also, bist du es nicht gewesen? Selbstverständlich nicht. Ich bin das Partner-Pokémon des Blumenhändlers. Ich gehe hier jeden Tag bei der Pflege des Pflänzchen zur Hand. Welchen Grund hätte ich, die Blumen zu verwiesen? Stimmt auch wieder. Ich glaube dir, Intellion. Ich danke dir. Wer aber ist nun der wahre Schuldiger? Na komm, was beschäftigt dich denn? Meine Partnerin macht sich ganz gewiss große Sorgen um mich. Und ich sorge mich um alle die Blumen, Pflanzen, die ich gehegt und gepflegt habe. Glaubst du, meine Schützlinge werden auch ohne mich gedeihen? Denen geht's gut, da bin ich mir sicher. Pflanzen können überraschend robust sein. Das will ich doch hoffen. Ich kann auch kaum etwas anderes tun als das. Lux sagt, dass es zwei weitere Zellen geben würde. Bleibt noch eine übrig. Die sollte ich mir aber auch noch vorknüpfen. Wie komme ich da jetzt hoch? Yoroshiku da, Intellion! Ise! Ise! Ha? Hat er ihn jetzt hoch oben reingespritzt oder hat er ihn da wirklich reingeworfen wie Pandago? Oh. Okay, das hier ist jetzt gut möglich, dass ich Schacht das obere Stockwerk gelange, aber keine Ahnung, wo ich das wenden würde. Nur möchte ich auch lieber nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Jetzt haben wir erstmal nur Informationen. Okay, da ist ein Kukmada, die Denne und Schlaraffel. Dich hat hier also auch eingesperrt, was, Kukmada? Pikachu, was machst du denn hier? Das ist ja wie du, schätze ich mal. Hä? Was? Wie meinst du das? Beruhig dich wieder, Kukmada. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Erzähl mal ein bisschen was. Ich kann meine Augen hell leuchten lassen. Wie praktisch, mit denen findest du nachts bestimmt super zurecht. Aber ich schaue dann lieber nicht direkt in die Augen. Die sind nämlich so hell, dass sie dich blenden könnten. Aber schau mir dann lieber nicht direkt in die Augen. Wie kommst du, dass du hier gelandet bist? Halt, warte. Ich glaube, ich weiß bereits die Antwort. Was meinst du damit? Du wurdest ein paar Menschen wegen einer Sache verhaftet, von der du ganz sicher weißt, dass du sie nicht getan hast, stimmt's? Ja, genau. Wow. Gut geraten, Pikachu. Das behauptet hier nämlich alle. Ich bin seit gestern hier. Wie sieht's mit dir aus? Guck mal da. Erst seit heute, also noch nicht ganz so lange. Ich habe an sich nichts Böses gedacht. Und plötzlich war ich von einer Gruppe Menschen umzingelt. Zack, bumm, krach. Leider stellt es sich recht schnell heraus, dass sie mir nicht gekommen waren, weil sie begeisterte Fans von mir sind. Es muss ziemlich bänkling für dich gewesen sein, von so vielen Leuten überrumpelt zu werden. Na, was beschäftigt dich denn sonst noch so? Ich habe immer versucht, mein Bestes zum Schutz der Stadt beizutragen. Ich hoffe also, die Dinge, die dort draußen waren, werden auch ohne mich gut laufen. Das ist das Einzige, was mir zurzeit Sorge macht. Wenn man sich die Anzahl an Pokémon-Verhaftungen so ansieht, ist die Lage nicht gerade rosig. Und ich fürchte nicht einmal, du könntest daran etwas ändern. Oh, wie ich es hasse, mich so machtlos zu fühlen. Bärenbegierig, Schlaraffel. Hey, Schlaraffel, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Klar, kein Problem, aber wer bist du überhaupt? Ich bin Meisterdetektiv Pikachu und keine Sorge, ich stehe auf deiner Seite. Wow, ein Meisterdetektiv, wie cool.
Also, was wolltest du mich fragen? Erzähl mir mal was über dich. Wie kannst du erzählen, Schlafe? Meine Zähne sind viel härter als die anderen, als die der anderen Pokémon. Mit ihnen kann ich jede noch so dicke Beerenschale knacken. Ist das nicht geil? Magst du deine Beißerchen nicht einsetzen, um ein Loch in die Wände zu knabbern, durch das wir uns verdünnisieren können? Meinst du das etwa ernst? Hehe, verstehe schon. Okay, das müssen wir wohl fürs Erste weiterhin die Zähne zusammenbeißen. Weshalb hat man dich denn verhaftet? Wenn ich das nur wüsste. Ich habe heute nur Beeren gegessen, so wie immer. Du hast diese Beeren aber niemandem geschohlen, oder? Sowas würde ich doch niemals tun. Sachen zu klauen bringt einem nichts als Ärger ein. Oder Schlimmeres. Und so sehr ich Beeren auch mag, um eine prügeln werde ich mich ganz bestimmt nicht. Sowas tut doch kein weh. Sehe ich genauso. Aber wieso hat das Pokémon-Schutzamt dich denn sonst verhaftet? Na, was beschäftigt dich denn sonst noch so, Schlaube? Nun, der Mangel an Beeren hier. Du hast nicht rein zufällig eine dabei, oder? Leider nicht. Menno, falls du zufällig eine stolperst, würdest du sie mir dann bitte geben? Kann ich gern machen. Ich glaube allerdings kaum, dass man auf der Polizeiwache irgendwelche Beeren findet. Apropos Beeren. Auf der Suche nach ein paar dieser Leckerchen habe ich dieses Stück Müll hier gefunden. Was denn für Müll? Hier ist sie selbst. Ein handgeschriebene Notiz eines Menschen. Auf dem Zettel steht 2168. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Was dagegen, wenn ich den Zettel behalte? Na gut, du kannst ihn haben. Aber auch nur, wenn man ihn nicht essen kann. Danke, Schlaraffel. Elektrizität, bitte. Die Dänne. Oh, ein Dänne. Hättest du was dagegen, wenn ich noch dir ein paar Fragen stelle? Ah, du bist Pikachu, nicht wahr? Ja, da bin ich. Wieso fragst du? Das ist alles deine Schuld. Deinetwegen sitze ich hier fest. Was? Wieso? Wovon redest du denn da? Wieso wegen mir? Das war doch du, der die Fleckmann-Statue auf dem Fontaine Plaza kaputt gemacht hat. Oder etwa nicht? Dank dir haben die Menschen nun mich an Verdacht. Du machst wohl Witze. Die könnten doch unmöglich alle Pokémon vom Typ Elektro hier einsperren, die ihnen über den Weg laufen. Hör zu dir denn. Ich war gerade an der Fleckmann-Statue beschädigt. Wieso? Hat man mich dann verhaftet? Das versuche ich gerade herauszufinden und deshalb ist es wichtig, dass du mir alles erzählst, was du weißt. Ja. Dann erstmal über dich. Du kannst doch Elektroattacken einsetzen, nicht wahr, Dana? Ja, und worauf willst du hinaus? Bist du dir ganz sicher, dass du die Fleckmann-Statue nicht kaputt gemacht hast? Wobei ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann. Warum alles in der Welt sollte ich eine Statue zertrümmern? Was hätte ich davon? Gutes Argument. Entschuldige, dass ich an dir gezweifelt habe. So, Dylan, du hast gesagt, es sei denn meine Schuld, dass man dich hier eingesperrt hat. Vermutlich, denke ich, dass die beiden unter einer Decke stecken oder sowas in der Art. Dabei kenne ich dich nicht einmal. Nun hörst du schon mal auf mir herumzuhacken. Aber mal ganz im Ernst, was denkt sich das Pokémon-Schutzamt eigentlich? Wenn sie wirklich davon überzeugt sind, dass ich in der Täter bin, hätte die ganze Angelegenheit mit meiner Verhaftung doch vom Tisch sein müssen. Und beschäftigt dich sonst noch irgendwas? Das fragst du mich gerade ernsthaft? Mich beunruhigt, dass ich noch nicht hier raus bin. Ich muss zurück nach Hause. Meine menschliche Partner ist Krankenhausvorsorge. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kann ich gut verstehen. Ich will auch nicht, dass Tim meinetwegen Sorgen macht. Sämtliche Pokémon hier behaupten, man hätte sie für Verbrechen verhaftet, die nicht begangen haben. Es kann kein Zufall sein, dass so viele unschuldige Pokémon eingesperrt worden sind. Findet das sonst niemand seltsam? Ich sollte meine Ermittlungen etwas ausweiten. Am besten rede ich mal mit Luxra. Mal sehen, wie komme ich jetzt dort hoch? Mihawk, yoroshiku tarou ze! Mihawk, Mihawk! Hä? Yatta ze! Warum sind die schon wieder so? So niedlich du auch aussiehst. So intelligent musst du wohl auch sein. Sonst hätte dich Luxa nicht so ohne weiteres in ihren Kreis aufgenommen. Es kommt halt nur aufs Aussehen an, sondern auch auf die Gefühle. Gute Güte, welche Beweggründe, Worte? Du steckst wahrhaftig voller Überraschungen. Nee. Gerade nicht. Gerade nur ein bisschen weiter. Na, Pikachu, da bist du ja wieder. Ja, ich habe mir die anderen Zellen mal etwas genauer angesehen. Wie es scheint, werden immer mehr Pokémon hierher gebracht, die allesamt behaupten, sie hätten nichts Ungerechtes getan. So wie wir. Also, geht's euch allen gut soweit?
ganz genauso. Wenn du mehr erfahren willst, solltest du dich am besten mit den anderen unterhalten. Werde ich machen. Aber es gibt auch etwas, worüber ich noch mit dir reden muss. Ich will raus aus dieser Zelle, um mir den Rest der Polizeiwache etwas genauer anzusehen. Hast du eine Idee, wie ich das anstellen könnte, ohne entdeckt zu werden? Mit Hilfe meines Röntgenblicks können wir durch das Gebäude schleichen, ohne auch nur einen einzigen Menschen über den Weg zu laufen. Klingt super, aber erstmal müssen wir zwei hier rauskommen. Nichts leichter als das. Wir müssen einfach nur die Tür öffnen. Was redest du denn da? Ganz in der Nähe ist ein Raum, in dem sich oft viele Menschen aufhalten. In diesem Raum befindet sich auch ein merkwürdiger Apparat. Die Menschen nutzen ihn, um damit die Zellentüren zu verriegeln und aufzusperren. Das wird garantiert ein Wachraum sein. Also öffnen und schließen Sie diese Türen nicht mit Schlüsseln, sondern mit diesem Apparat. Ich bin etwas überrascht, dass du so gut darüber Bescheid weißt. Ich habe die Menschen durch die Wand beim Bedienen des Apparats beobachtet. Aber ich habe keine Ahnung, was dieser Apparat funktioniert, wie dieser Apparat funktioniert, und aus der Zelle komme ich sowieso nicht raus. Das ist dann wohl mein Stichwort, hm? Kannst du mir sonst noch was über den Apparat verraten? Vielleicht etwas, über dieser Apparat bedient wird? Ich konnte sehen, wie sie mehrfach auf so kleine Erhebungen gedrückt haben. Vielleicht braucht man zum Öffnen der Tür einen Code oder so. Ach richtig, die Notiz von vorhin. Kommst du durch den Schacht von der Wand vor dorthin? Das werden wir gleich sehen. Moment, halten sich keine Menschen, momentan halten sich keine Menschen in dem Wachraum auf. Aber bleib trotzdem wachsam. Soll ich dann doch mit denen reden? Ja. Um bei Luxra den Stein im Brett zu haben, muss so ein schwachbrunstiger Winzling wie du bestimmt einen ganzen Aufzack sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung war. Natürlich ein Kompliment, wie auch immer. Können wir hier so langsam mal abrauschen? Immer mit der Ruhe, Bam. Und ich habe hier noch ein bisschen was zu erkunden. Alles klar, find's trotzdem ganz cool, hier bald mal die Wiege zu machen. Ja. Und erzähl mir mal was über dich. Streiche spielen ist voll mein Ding. Gibt nichts Schöneres, als Leute zu erschrecken. Was für Streiche denn? Naja, beim Abendessen zum Beispiel trage ich den schmutzigen Geschirr von meinem Partner direkt in die Küche. Aber das ist doch kein Streich. Hm. Was hatte ich denn hier? Bevor ich hier eingebuchtet wurde, habe ich immer zusammen mit meinem Partner gelebt. Eines Tages habe ich gerade vom Spielen war, tauchte plötzlich so ein Typ von der Polizei auf und hat mich direkt hergestellt. Ist denn irgendwas angestellt? Naja, ich stehe zwar auf Streiche und so ein Kram, aber ich bin nicht extra im... Ich hab nichts gemacht, das einen Urlaub hinter Gittern rechtfertigen würde. Mann, ich will endlich raus hier und wieder zurück zu meinem Partner. Ja. Gibt's sonst noch irgendwas, was dich bedrückt? Naja, ich denke ziemlich oft an meinen Partner. Ich mag, wie lässig der Kerl drauf ist und auch, dass er voll auf meinen Streich abfährt. Hoffentlich hat er nicht zwischenzeit nicht völlig vergessen und wird mich echt einsam fühlen ohne ihn. Mach dir darüber mal keine Sorgen. Jemand wie dich vergisst man nicht so leicht. Wie kann ich dir weiterhelfen? Erzähl mir mal was über dich. Lass mich mal kurz überlegen. Nun, ich vermag mich völlig diskret und lautlos umherzubewegen. Damit wären die Liste meiner Talente bereits erschöpft. Und wieso nutzt du dieses Talent nicht, um der Polizeiwache zu fliehen? Das könnte sich als schwierig erweisen. Ein Blick der Polizeibeamten kann nicht vielleicht entgehen. Doch Maschinen lassen sich nicht leicht, leider nicht täuschen. Warum hat man dich denn hierher verfrachtet? Ich war gemeinsam mit meinem Freund Luxor und Zugeries unterwegs. Ist jetzt schon eine Weile her, dass man uns drei zusammen an diesen Ort gebracht hat. Also hat man euch als Gruppe hops genommen? Wirklich? Die nehmen das direkt so hops genommen? Nicht ganz. Unser Freund Magnalien leistete uns an diesem Tag ebenfalls Gesellschaft. Doch er hatte das Glück und konnte vom Gefangenen entgehen. Wieso ist das nur Magnalien gelungen? Das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Luxor kennt die Einzelheiten, will mir diese aber nicht verraten. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was dich beschäftigt? Ja, ich sorge mich etwas um Luxor. Es wirkt recht niedergeschlagen, so als würde es eine große Last auf seinen Schultern tragen. Hast du eine Ahnung, was es bedrücken kann? Ich fürchte, da muss ich es selbst fragen. Wer weiß, vielleicht schüttet es hier sein Herz aus. Was ist los? Wolltest du nicht diesen Apparat ansehen? Ja, ich wollte diese Nummer hier auf diesen Notiz. Wird wohl der passende Code sein. Zuerst aber will ich dir noch ein paar Fragen stellen, Luxor. Ja. Erstmal will ich deine Talente wissen. Nicht nur, dass du deine Elektroattacke jede Menge Schmackes haben, du kannst sogar durch Wände und Gegenstände sehen. Beides ist für mich so selbstverständlich wie das Atmen. Du kannst auch Elektrizität erzeugen, wenn nicht Pikachu. Nicht wahr, Pikachu? Wir beide sind also gar nicht so mal so unähnlich. Ja. Was ist los? Wieso ziehst du so ein Gesicht? Ja. Nicht nur, dass deine Elektro-Attacken hier einen Geschmack haben, du kannst auch noch durch die. Okay, gut. Glatt neidisch. Und so. Hm. Also, Luxor, ich gehe mal davon aus, dass du ebenfalls keine Ahnung hast, wieso man dich hier verhaftet hat. Doch, die habe ich. Hast du irgendwelches Schlimmes angestellt? Darüber möchte ich jetzt lieber nicht reden.
Hey, komm schon, jetzt bin ich neugierig. Hör auf, mir Fragen zu löchern und sieh zu, dass du den Apparat bekommst, solange die Menschen noch weg sind. Ja. Beschäftigt dich sonst noch irgendwas? So langsam bezweifle ich daran, ob du überhaupt vorhast, diese Tür zu öffnen. Alles zu seiner Zeit, hast du sonst noch was auf dem Herzen? Das habe ich dir in der Tat, aber nichts, worüber ich mit dir reden möchte. Ich habe gedacht, wir zwei würden zusammenarbeiten. Wieso öffnest du mir nicht ein bisschen das Herz? Zusammenarbeiten, ganz recht. Nicht mehr und nicht weniger. Mal sehen, wohin soll ich jetzt nächstes? Ah, cool, man kann jetzt auch... Oi! Repartasse! Taromse! Hat sie ihn mit dem Schwanz gepackt und dann hochgeschmissen? Oder wie sagt man Cleopatra? Wäre ja Luxa die bessere Wahl gewesen, dass er jetzt so über den Kopf springt. Daremo mite nai yo na.